Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factory Town hier aus Seagames Studio. Mein Name ist Master Schröder und wie wir sehen, mit dem Patch, mit einem, gab es jetzt unterschiedliche Häuser. Ich denke mal, die unterschiedlichen Stufen sehen jetzt unterschiedlich aus. Das können wir aber erst herausfinden, wenn wir es schaffen, mal hier uns weiterzuentwickeln. Oh, ich habe nicht mal mehr genügend Maragansteine dafür. Ich denke mal, das liegt jetzt einfach am Brennstoff, den er hier nicht mehr hat. Oh mal, wo ist denn hier? Achso, Mana-Stein wäre hier, ne? Brennstoff wäre da. Das ist ziemlich leer. Das ist dann ziemlich einsam. Warte mal, nee, der musste eigentlich immer noch was rübertragen nach hier, ne? Ah, warte mal, der war damit beschäftigt, die Dinge hier hinzutragen. So, gut, steht der jetzt da rum? Man macht ja nichts. Oder ist da ein anderer daran beschäftigt? Ach, davon ist noch einer beschäftigt. Alles klar. Gut, dieses Lager müssen wir jetzt also wieder mal etwas befüllen mit Brennstoff, Brennmaterial. Da hätten wir ja hier welches. Oh, da ist noch einer falsch eingestellt. So. Jo. Bewegungstool aus. So. Du. Von da nach da. So. Das sollte dann klappen. Gut, dann haben wir jetzt hier wieder Brennmaterial. Dann können wir hier auch wieder Steine machen und dann kriegen wir schnell auch wieder die 100 Stück zusammen. Gut. Also da müssen wir mal drauf achten, dass das so ist. Und ach guck mal, unser Forst, das sieht auch anders aus. Das ist, glaube ich, auch eine andere Grafik. Interessant, interessant, interessant. Hm, gut, okay. Nun gut, also es werden immer wieder andere Grafiken eingebaut. Die uns natürlich dann erstaunen. Hier sind wir jetzt auch so weit, dass das funktioniert. Da ist jetzt auch schon ein wenig was auf Lager. Und theoretisch können wir uns jetzt daran machen, entweder einen Apfelkuchen herzustellen oder einen Bärenkuchen. Also nicht einen Bärenkuchen von dem Bär, der brummt, sondern von dem, der so süßlich schmeckt. Ja, das ist natürlich dann schon eine coole Idee, die wir da mal, nachgehen können. Und dann könnten wir hier eventuell mal durchaus, warte mal, doch, das könnten wir mal machen. Dann müssen wir da auch so immer Kohle mal hinbringen, dass wir die Dampfleitung mal hier oben hinbringen. Vielleicht bringt das ja was, wenn wir die an Dampf anschließen, beziehungsweise die Küchen hier. Obwohl, die kriegen schon, also da ist ja wirklich das Material, was reinkommt, zu wenig, ne? Also, das Problem ist hier, das Förderband ist voll. Also das Lager ist voll, das heißt, mehr geht gar nicht da rein. Gleichzeitig, da müsste man ein zweites Lager haben, was man dann jetzt noch abzweigt hier, was dann von der anderen Seite hier noch reinfüllt, damit da was reingefüllt wird. Also theoretisch müssten wir diese Bahn hier hin machen, damit dann zwei Bahnen daran gehen. Und ja, ich glaube, das werden wir jetzt auch mal so umorientieren hier. Das war ja wieder grenzgenial. So. Jetzt dürfte nämlich hier öfter noch mal ein bisschen mehr ankommen. Dann haben wir hier wieder ein Säckchen mehr. Das Problem ist, na gut, obwohl. Das hält sich sogar. Also das geht sogar ganz gut weg hier mit dem Feuer. Also die Verbrennung von dem Material, das funktioniert ganz gut. Gut, voll ist es trotzdem immer hier mit dem Zeug, aber das ist ja was anderes. So, jetzt sollte hier ab und zu oder häufiger mal eine Murmel quasi direkt dann reinlaufen. Und dann haben wir hier am Eingangssignal ab und zu ein bisschen mehr. So, und dann werde ich nämlich hier vorm Lager auch noch so einen Abzweig hinbauen. Der dann, wenn dieses Lager hier mal irgendwann vollgestopft ist, dass das dann hier dann drüber abläuft noch weiter. So, gut. Wir werden aber unsere Farm hier oben hinsetzen jetzt noch. Also diese Farm, die jetzt hier ist, die wird da oben angeschlossen und dann kommt das hier weg. Das brauchen wir hier nicht mehr, das wird sowieso alles planiert hier. Hier brauchen wir ziemlich viel Platz mit ziemlich viel Farmen und ähnlichem, damit wir hier unseren Kuchen machen können. Denke mal, da brauchen wir ein bisschen was. Drum dessen wird jetzt hier erstmal planiert. Ich weiß nicht, ob sie wieder Rebalance haben. Ich habe nicht reingeguckt, was jetzt als letztes neu dazu kam. Als Features. Da habe ich wirklich auch so gar nicht mich belesen. Das tut mir leid, aber sollte ich vielleicht nochmal tun. So. Hier könnte nämlich so einiges Schönes jetzt dabei gewesen sein, was wir gerne
brauchen würden, könnten... Oh Gott, das ist alles so teuer. Naja, gut, egal. Gemacht werden muss es. Ich will es so haben. Ich will es planieren. Drum darf ich mich nicht beschweren, wenn es jetzt teuer ist. So, gut. Also, dann müssen wir noch Rohstoffe entfernen. So, Werkzeug. Rohstoffe entfernen. Mit Plus wieder größer machen. Damit wir hier so mal ganzen Sack Rohstoffe entfernen. Brauchen wir nicht mehr hier. Passiert mich nicht. So. Gut. Dann würde ich sagen, setzen wir jetzt hier oben eine Farm hin. Oh, ein Planwagen. Ein starkes, leistungsfähiges Werkfahrzeug. Ein Plan. Ah. Das ist ja geil. Eine Leut verdient durch den Verkauf von Waren, Markt und Häusern benutzt Forschung verschiedene Produkte. Achso. Ein Planwagen. Ein leistungsfähiges Fahrzeug. Das hätte natürlich... Guck mal, hier ist ein Frachtschiff. Leistungsfähiges Boot. Ah, ein Erntehelfer. Langsam, leistungsfähige Maschine, hohe Tragfähigkeit, kann durch Material benutzt, kann Arbeiter sonst schafft. Achso, das ist ja das, was wir da hinten schon haben einmal. Eine Lore erlaubt Transport vieler Güter über weite Strecken. Das ist natürlich was, wo wir eine Eisenbahn legen müssen. Aber der Planwagen... Der scheint ja jetzt so eigentlich genau das Richtige zu sein für so bestimmte Mengentransporte. Wie zum Beispiel, würde ich sagen, das Eisen hier hin. So, da bauen wir uns mal einen von. So, dann nehmen wir hier mal den Wagen. So, was ist hier wieder den Eisenplatten los? Ah, das Lager auch leer. Warte mal, dann machen wir jetzt mal was. Dann nehmen wir jetzt mal den Planwagen und sagen, der soll Kohle von hier nach da bringen. So, gucken wir doch mal, wie viel der da hinbringt. Keine Ahnung, warum der jetzt quer durch die Botanik fährt und nicht die Straße lang, aber das wird sich noch zeigen. Wir werden dann das Lager auch an die Straße stellen hier. So, wie viel kann der denn mitnehmen? Oh, das ist natürlich gar nicht mehr so wenig. So, dem müssen wir bloß noch beibringen, dass er dann die ganze Zeit auf der Straße läuft, ne? Das scheint dann noch nicht so programmiert zu sein. So, dann kriegt ihr hier 4x8 geliefert. Das ist nämlich quasi cool. Also das würde ich denn als cool ansehen. So, warum bist du jetzt hier so langsam? Dann müssen wir hier mal ein paar Arbeiter einstellen, würde ich sagen, damit das hier wieder ein bisschen schneller geht. Die Zeit noch ein bisschen hochdrehen hier. So, und jetzt kriegt er denn hier wieder Energie und dann geht er schon. So, und jetzt ist hier nämlich erst auch so langsam. Mal 5 Arbeiter einstellen. Damit hier ein bisschen Energie kommt, damit wieder ein bisschen Eisen dran kommt. Weil momentan haben wir nämlich quasi keine Eisenplatten hergestellt. Und keine auf Lager und kommt deswegen hier nicht weiter. Alles klar. Aber das geht hier schon mal. Also das mit dem Planwagen, das ist schon mal ganz cool, auch wenn er jetzt noch nicht so fährt, wie er eigentlich fahren sollte. Da müssen wir mal gucken. Gut, also dann machen wir jetzt hier Folgendes. Wir werden jetzt hier die Kohle nochmal ersetzen. Kann ich hier drüber bauen? Kann ich ja nicht. Ich muss jetzt Ressourcen entfernen, ne? Warte mal. Bausteine. Wo ist denn das? Hier war das, ne? Bergbau, genau. Ach ne, Ressourcen, das ist Werkzeug. Rohstoff entfernen. Da können wir jetzt hier mal ganz kurz alles anmalen. Jetzt sieht man aber auch nicht mehr, dass es wackelt oder so, welcher Rohstoff gerade aktiv ist. Die vollen muss ich hier noch nicht entfernen. So, da ist jetzt einer leer geworden gerade. Ach komm. Damit bin ich alt bei. So. 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 Gut, und jetzt müssen wir Rohstoffe setzen. Und zwar würde ich gerne Kohle setzen, platziere eine Kohlelagerstätte. Ist gar nicht mal so billig. So.
So. Und dann ist jetzt hier aber mal richtig Rabatz mit der Kohle, weil da haben wir jetzt maximalen Progress, aber wir haben natürlich auch sämtliche rote Münzen verbraucht, die man so kriegen kann. Das ist natürlich auch hart, ne? Also da müssen wir dann auch unbedingt dran denken, dass wir jetzt das rote Münzen Verkaufsträger hier, dass wir den richtig gut ansetzen. Also da müssen wir die verstärkten Bretter hinliefern. Davon müssten wir ja eigentlich mehr als genug im Lager haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo haben wir denn verstärkte Bretter? Jemand verstärkte Bretterlager. Da sind bloß 40 Stück drin. Das ist gar nicht mal so viel. Ja, da fehlen auch die Eisenplatten, ne? Aber jetzt kommen ja hier wieder Eisenplatten langsam zum Vorschein. Wo habe ich denn die ganzen versteckten Bretter gebraucht? Dass ich da bloß noch 40 Stück von habe. Ich habe nochmal wesentlich mehr, oder? Verbrauchen wir die irgendwo? Ich glaube ja, die verbrauchen wir hier, ne? Ah, die verbrauchen wir hier, ja, wenn da kein Eisen kommt. Oh, schon schwierig. Das ist schon gar nicht so einfach. Okay, also da können wir, da müssen wir unbedingt drauf achten. So, was ist hier los? Kein Brennstoff, alles klar. Das werden wir jetzt an vielen Stellen haben hier. Bewegungstool. Ist das Lager voll oder ist es. Da ist eine Kohle drin. Wir müssen das Lager mal ein bisschen abseits stellen, dass das. Ja, gut. Ja. Na gut, dann müssen wir das mal voll laufen lassen da. Gut, müssen wir warten, bis das was wird. So lange kann ich dir. Oh, hier, das ist jetzt auch aufgebraucht. Der ganze Dünger ist aufgebraucht als Brennstoff. Also wird hier demnächst auch Brennstoffmangel herrschen. Oh, schwierig. So, und hier laufen die Lager langsam voll. Da müssen wir natürlich dann auch ziemlich schnell jetzt was gegen tun. Nehmen das mal schon mal mit hier. Ich weiß, da ist nicht allzu viel drin, aber ich brauche erstmal Brennstoff kurzzeitig. So gut, na gut, okay, das ist ja dann erstmal was Genaues, also dass dann hier wenigstens jetzt das mit dem Brennstoff denn dahin geht und geht mehr in die Butterproduktion und hier staut sich die Butter auch schon, weil die hier keinen Brennstoff haben. Ja, da müssen wir mal gucken. Also das mit dem Brennstoff, das müssen wir noch ein bisschen besser organisieren, aber da sind wir noch flexibel, so. Ich finde es immer noch ein bisschen merkwürdig, dass der Planwagen nicht immer die Straße fährt, das ist mir noch nicht ganz geheuer, was das soll, aber gut. Na gut, okay. Das ist dann halt so. Gut, hier werden ab und zu mal Eisenplatten hingeliefert. Hier werden auch ab und zu mal Eisenplatten hingeliefert. Eisenplatten ins Lager kommen aber keine mehr. Nägel haben wir genug, okay. Also der produziert aber auch nicht vollständig, weil von hier kommt einfach zu wenig, ne? Obwohl da 5 Menschen da drin arbeiten. Ich habe aber auch nicht mehr allzu viel rote Münzen. Ich weiß nicht, was ich brauche für das Eisen. Brauche ich blaue Münzen und Eisenerz im Lager. Jo, das könnte jetzt schon schwierig werden. Eisenerz im Lager haben. Was ist das hier? Ein Wasserstein, okay. Da würde ich dann mal sagen, habe ich noch irgendwo einen Dulli hier, der... Das ist auch schon wieder leer. Wie viel Kohleverbrauch ist denn jetzt mit mir hier drin? Gott. Also der Kohleverbrauch, der ist, glaube ich, irgendwie angestiegen. Kann das sein, dass es nicht mehr so viel bringt, so viel Brennstoff? Puh, da bin ich jetzt gerade aber schwer am Grübeln, wie ich das finden soll. Finde ich ja gar nicht mal so gut. So, dann mache ich mal die Kohle rein. So, da brauche ich blaue Münzen für, um das zu setzen. Ist ja interessant, das hätte ich gar nicht erwartet, dass das so teuer ist. Ich brauche mal... Brauche ich denn da mal? Die arbeiten noch, die arbeiten auch noch, der arbeitet nicht. Huch, das wollte ich nicht. Wasserpreise wollte ich nicht. So, der Arbeiter arbeitet jetzt gleich mal hier hinten. Und zwar baue ich hier noch ein Lager hin.
wo der Typ erstmal da Eisenerz einlagert. So. Hier kann ich nicht schneller werden. Plus 15% hat er nur noch. So. So, machst mal das da rein, damit wir ein bisschen was ins Lager kriegen. Und hier wird mal die Produktion gestoppt. Und hier wird die Produktion mal auch gestoppt, damit das jetzt hier ins Lager so ein bisschen sich was einlagert. Und dann können wir das hier mal wieder beschleunigen. So, gut. Dann haben wir dann auf lange Sicht keine Eisenplatten, aber das macht erstmal nichts. Was wollte ich mit diesen Brettern machen? Irgendwas wollte ich mit diesen Brettern machen. Achso, die wollte ich dann zum Verkauf anbieten, ne? Ja, das habe ich aber dann auch wieder verworfen. Glaube ich, das ist auch ganz gut so. Gut, dann wollte ich jetzt hier oben eigentlich mal einen Bauernhof bauen. Also die Patches, die bringen immer ziemlich viel durcheinander, muss ich sagen. Finde ich gar nicht mal so cool. Dass das dann immer gleich so einen derben Impact hat. Aber gut. Dafür ist es halt eine Alpha noch und es wird immer rumgebalanced und wird gearbeitet daran. Und es ist auch gut zu sehen, also es kommen wirklich sehr, sehr regelmäßig Updates. Also die Leute, die kümmern sich wirklich darum, dass ihr Spiel was wird und das gefällt mir ja schon mal. So generell. Und deswegen, ja, ist das schon. Ist das schon ganz okay so, wenn das so läuft, wie es jetzt gerade läuft. So, dann machen wir jetzt hier mal Landwirtschaft, Getreide. So. Sehr schön. Ich würde sagen, wir haben dann jetzt erstmal Getreide hier. Dann können wir hier sagen, Rezept wählen, Getreide bitte und gießen, wenn du kannst. Und dafür sorgen wir noch, dass du das kannst. Dann nehmen wir nämlich das Gebäude. Brunnen. Stoffförderband. Und B. Angreifer. So, dann geht da auch Wasser rein. Dann können die jetzt gießen schon mal. Das werden sie dann wahrscheinlich tun, bis das Getreide dann irgendwann mal gewachsen ist. So, und dann können wir nämlich das hier unten abreißen. Das ist quasi dann Ziel der Übung. Und hier können wir ja mal gucken, wie kann ich denn schon setzen hier? Platziere Eisenlagerstätte. 3 Stück. Okay. Dann war es das mit dem Eisenerz schon wieder. Aber sollte jetzt hier ja dann schon ein bisschen mehr Bonus bringen. Na, 25% immerhin. Immer noch. Nur. Gut. Die Schmiede sollte eigentlich nicht mehr arbeiten und schon gar nicht mit 2 Arbeitern. Das sollte eigentlich jetzt voll laufen. So, da werden sich jetzt ein paar Wagen da drumherum hinstellen, ja. Was ist das für ein Wagen hier? Aha. Eisenplatten dahin. Ah ja gut, die sind auch ziemlich leer. Ach, ist alles nicht so einfach hier. Also da mit dem Eisen, da tut man sich echt schwer hier. So, das Ding ist auch schon wieder leer. Also da bringt Kohle keine 4 Punkte mehr. Kohlelagerstadt bietet Kraftstoff für Gebäude, die es brauchen. Ja, aber fragt sich wie viel, ne? Also, das scheint ja jetzt eher nicht so sehr ergiebig zu sein. So, haben wir schon wieder 25, okay. Jetzt haben wir schon 55% Geschwindigkeitssteigerung. Das heißt also, jetzt sollte ein bisschen mehr da kommen. So, also schon langsam, aber sicher.
Und hier ist schon auch die erste Produktion mit dabei. Merkwürdigerweise bremst das das jetzt hier aus. Was dann uns dann dazu führt, dass wir das hier mal so machen. So. Dann stellen wir hier die Leute ein. Ich glaube, 7 ist immer so eine gute Zahl gewesen. Und hier können wir sie entlassen. So. Und dann sollte jetzt so von diesem Feld hier jetzt richtig was abfallen. Wenn sie dann nicht mehr gießen müssen, das sollte jetzt demnächst der Fall sein. Genau, und jetzt kommt die volle Getreideproduktion auch von hier. Von allen Feldern, und das sollte dann jetzt wieder gut laufen. So, hier haben wir jetzt eine Verstopfung, weil kein Brennstoff da, die Butter ist voll, Butter steht voll. Und hier haben wir halt die Verstopfung, weil kein Brennstoff da ist. Und deswegen kriegen wir hier natürlich auch keinen Brennstoff mehr raus. Das ist natürlich sehr schade, muss man ehrlich sagen. Es ist leider so. Steht alles voll und jetzt steht alles. Das ist ungünstig. Vor allem, weil die Butter oder die Milch immer als erstes rausgeht für die Butter, aber die Butter nicht mehr abtransportiert wird. Na gut, jetzt haben wir zu viel Butter. Ach, schwierig. Also das wirklich alles hier ins Gleichgewicht zu bringen und ins Lot, das wird schwer werden. Aber gut, das ist erstmal noch so. Momentan haben wir jetzt aber da oben, ja, wir haben jetzt hier keine Produktion mehr für die Suppe, ne? Da muss ich jetzt unbedingt dran, dass ich hier Brennstoff herkriege. Für beide als Ersatz erstmal von außen. Das wollte ich jetzt ja noch da oben ransetzen wieder. Da sind wir schon wieder dabei und ich würde sagen, das war eine Folge von Factory Town hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Lege ich die Kohle jetzt einmal hier mit drauf. Und ich lege die Kohle jetzt einmal ganz kurz hier drauf, wenn hier dann noch Kohle drauf ist. Ein paar Kohlenstücken, damit dann erstmal einmal Brennstoff drin liegt. Also lassen wir das mal voll laufen hier, das Förderband. Und dann denke ich mal, sollte wieder ein bisschen mit dem Material gearbeitet werden können, wenn denn jetzt hier alles fleißig produziert. Das könnte natürlich eine Weile dauern, aber gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle ist da noch drin in dem Lager. 135, ach komm, hier lassen wir komplett dahin durchlaufen, ne? Bis dahin sollte sich dann hier lagertechnisch erstmal wieder ein bisschen mehr von dem Dünger angehaucht haben. Und hier sollte jetzt eigentlich dann Dauerproduktion von dem Zeug passieren und der Brennstoff wunderschön rausgehen. Und wenn das klappt, dann sollte auch früher oder später hier wieder nicht nur Milch rauskommen, sondern auch mal ein Sack mit Düngemittel. So, oder Dung. Alles klar. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich fotografiere jetzt hier mal die Farmreihe, die wir hier haben. Und bis dann.